Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Emil Lederach und ich bin bei Swisscom verantwortlich für die Grundbildung. Wir werden euch in den nächsten 30 Minuten die drei Berufe Bindentechnolog, Druckausrüster und Printmedienpraktiker vorstellen. Eure Fragen dürft ihr unten bei F&A reinschreiben und wir werden sie am Ende beantworten. Wir starten als erstes mit dem Bindentechnolog und Druckausrüster und ich übergebe das Wort an Patrick Rotzetter. Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Patrick Rotzetter, bin gelehrter Buchbinder und heute für die Berufsbildung tätig beim Verband Swisscom. Ich tue euch heute am Abend die beiden Berufe, die ihr hier seht, ein bisschen näher vorstellen. Buchbinder war ein Mann. Es ist schwierig, sich vorzustellen, was man überhaupt als Buchbinder macht. Und die meisten wissen gar nicht, dass es diesen Beruf noch gibt. Ja, der Beruf gibt es noch. Und Printprodukte sind nach wie vor gefragt und sind ein Teil von unserem Leben. Dass das so ist, möchte ich euch gerne in einem kurzen Video kurz demonstrieren. Emma! 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 Also die seht, es braucht nach wie vor Papier. Und wenn es Papier braucht, braucht es auch Leute, Personen, die mit dem umgehen können und mit dem etwas produzieren. Jetzt geht die Zeit da nicht weiter. Einen Moment, ich muss einfach kurz warten. So, im nächsten Sommer starten die zwei neuen Berufsbilder. Die Basis dieser Berufsbilder ist der Buchbinder. Und neu heissen die beiden Berufe Druckausrüster oder Bindentechnolog. Sie sehen, der Beruf Druckausrüster oder Druckausrüsterin der dauert 3 Jahre. Und dort tut man vor allem an diesen Anlagen arbeiten, man tut sie einrichten, man tut produzieren und ist verantwortlich, dass die Qualität stimmt. Dann der zweite Beruf, das ist der Beruf Bindentechnolog oder Bindentechnologin. Der dauert 4 Jahre und hat 2 verschiedene Schwerpunkte. Der Schwerpunkt Industrie, da seht ihr, der ist praktisch gleich wie der Druckausrüster, der 3 Jahre dauert. Der ist an den gleichen Anlagen, ist am Einrichten, Produzieren und Qualitätssicherung machen. Er dauert aber 1 Jahr mehr, weil man noch ein bisschen mehr muss können, nämlich zum Beispiel, man muss die Produkte können von Hand herstellen. Und man muss vielleicht auch noch die ein oder andere Maschine mehr können als diejenigen, die die 3-jährige Ausbildung absolvieren. Im Schwerpunkt Handwerk fertigt man in der Kombination von Handarbeit und modernen Maschinen edle Produkte oder kleinere Serien. Das kann sein, dass man ein einzelnes Buch macht oder eben kleine Serien, so wie es da steht. Wichtig ist zu wissen, dass wenn man ein Printprodukt herstellt, dass mehrere Arbeiten nötig sind. Als erstes tut man mal das Layout erstellen. Das bedeutet, am Computer tut man Text und Bild miteinander verbinden, anpassen und tut es im Prinzip vorbereiten für den nächsten Schritt. Der nächste Schritt, das ist das Drucken.
jetzt tue ich das, was ich auf dem Bildschirm sehe, tue ich auf das Papier bringen. Das sieht man hier gut. Die Lernende hier, die tut gerade einen Druckbogen kontrollieren. Und am Schluss kommt eben noch die Druckweiterverarbeitung. Das bedeutet, alles, was gedruckt wurde, ist, das tun wir jetzt zum Endprodukt herstellen. Also ihr seht, es braucht wirklich alle drei, damit man am Schluss ein wunderschönes Produkt herstellen kann. Und das sind folgende Prüfe hinterlegt. Ihr seht, aus erstens das Layout macht der Polygraph, Polygraphin. Aus zweitens macht Medientechnolog. Ihr seht, dass sie früher sind das Drucker gewesen und heute sieht man eben innen Medientechnolog. Und als letztes kommen noch wir, dass sie die Weiterverarbeiter mit unseren beiden Berufen, die ihr hier eingeblendet seht. Als nächstes möchte ich euch gerne ein paar Videos zu den Berufen zeigen. Und zwar zum Beruf Druckausrüster und Bindentechnolog mit Schwerpunkt Industrie. Ich habe bereits erwähnt, dass die zwei Berufe sehr ähnlich sind. Und die vier Videos, die ihr hier seht, das sind wirklich Maschinen, die in beiden Berufen vorkommen. Als erstes seht ihr die Schnittmaschine. Dort tut man bedruckte Bogen, tut man zuschneiden, zum Weiterverarbeiten, wo man eben dann kann, zum Beispiel zu der nächsten Maschine gehen, zum Beispiel zu der Falzmaschine. Wenn ihr von Hand ein Blatt nehmt und das zweimal über das Kreuz falzt, dann macht ihr 8 Seiten daraus. Und anstatt, dass man das eben von Hand macht, machen wir das auf der Maschine. Das ist wichtig, weil mit dem Bogen gehen wir dann auf die dritte Maschine, auf den Samuhefter. Beim Samuhefter werden die Produkte erstellt, die am Rücken hinter wo zwei Klammern haben. Das seht ihr sicher alle schon irgendwo mal gesehen. Oder die andere Methode, ich gehe auf einen Klebebinder und das bedeutet, dass ich dort aus dem Bogen am Rücken Leim her und das mit einem Umschlag versehe. Und das sind die vier Maschinen. Und das Video, während das Video läuft, tue ich noch ein paar Sachen erklären. Das ist die erste Maschine, das ist die Schnittmaschine. Und da seht ihr beim Bildschirm auf der linken Seite seht ihr das Programm. Das ist eine hochmoderne Maschine. Und Rahel tut jetzt hier einen Bogen, der vom Druck gedruckt worden ist, mit Buchzeichen drauf, tut sie jetzt vereinzeln, damit man das verwenden kann. Hier seht ihr jetzt, das ist vielleicht eine Biege mit 200 Bogen. Und da ist das Ziel, dass ich die Maschine so programmiere, dass ich hier überall einen schönen Schnitt habe. Die Maschine ist übrigens nicht gefährlich, da kann nichts passieren, die seht ihr jetzt gerade. Rahel tut mit zwei Händen auslösen und das passiert nur dann. Also man kann sich hier wirklich, in dem Moment, wo man den Schnitt auslöst, kann man wirklich sich nicht verletzen. So, und jetzt hat sie den Rundumschnitt gemacht, sieht man dem. Und jetzt tut sie die Buchzeichen fertig schneiden mit dem Ziel, dass alle gleich gross sind und dass die Abstände oben, ohne rechts und links, dass die überall gleich sind. Das sieht zwar hier relativ einfach aus, aber so einfach ist das eben nicht. Und das ist eine sehr spannende Maschine und die kostet zum Beispiel 100'000 Franken, damit man hier in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen schneiden kann. Als nächstes seht ihr hier die Falzmaschine. Und die Falzmaschine tut jetzt eben dreimal übers Kreuz falzen. Das bedeutet, aus einem Bogen Papier macht man 16 Seiten daraus. Und das ist hier auch die Aufgabe,
dass man die Maschine einrichten und dann produzieren mit der sogenannten mit der Qualitätssicherung, die ich bereits erwähnt habe. Als nächstes kommt dann eben der Sammelhefter. Und der tut jetzt zum Beispiel den 16-seitigen Bogen, muss man die Maschine so einrichten, dass es den Bogen in der Mitte öffnet. Der Bogen gelangt auf die Kette, fährt weiter, wird dann geheftet und am Schluss wird er dreiseitig beschnitten. Das sieht man jetzt gerade gut. Der Bogen wird in der Mitte geöffnet, jetzt. Und jetzt fährt er. Und wird, der, wo der Bogen gerade stoppt, das ist die Heftstation, das wird geheftet und dann geht er links über in dort und wird eben noch dreiseitig beschnitten. Das ist die eine Methode. Und die andere Methode ist eben, dass man das mit einem Klebebinder macht. Hier ist sie auch gerade am Einrichten. Und von der anderen Seite, das sieht man jetzt gerade nicht, kommt der Buchblock, der hat bereits Leim am Rücken. Und von hier, von geradeaus, kommt der Umschlag, sieht man dem, also das Cover. Und das wird dann wie verheiratet. Das sieht man jetzt gerade gut. Der Umschlag ist schon parat. Und jetzt kommt der Buchblock und jetzt gibt es die Hochzeit. So, jetzt ist der Umschlag mit dem Buchblock zusammen vereint. Und wenn man fertig eingerichtet hat, dann kann man eben dann produzieren. Im zweiten Abschnitt jetzt zeige ich euch zwei Videos vom Beruf Bindetechnologie mit Schwerpunkt Handwerk. Das ist so der typische Handbuchbinder noch. Da werden also sehr viele Produkte werden von Hand hergestellt. Es macht nicht Sinn, dass man 5 Exemplare, dass man eine Maschine einrichten muss. Das ist viel zu teuer. Und darum macht man das von Hand. Das erste Video seht ihr, dass sie eine Buchdecke herstellen. Also wenn ihr ein Buch, wirklich so ein Buch mit festen Deckeln in der Hand habt, dann seht ihr gerade, wie so eine Decke hergestellt wird. Und als zweites ist Buchdecke prägen. Prägen bedeutet stempeln. Also man tut wie ein Stempel machen auf Decke. Das macht man aber mit Hitze und mit einer Folie. Und dann tut man im Prinzip ein Tittobild tut man dann auf die Decke übertragen. Wir fangen an. Und zwar seht ihr hier die Ann-Kathrin. Sie tut Gewebe. Aus einem Gewebestück eine Decke machen. Ann-Kathrin ist bereits im 4. Lehrjahr, ist sehr geübt. Und das sieht man hier gut. Sie tut jetzt Leim auf den Nutzen, sieht man dem. Und sie tut den, so wie eine Sonnenstrahle, tut sie den Leim verteilen. Das macht sie sehr geübt. Und das ist auch wichtig, dass überall gleich viel Leim ist. Und dann tut sie da den Leim wegmachen. Und jetzt nimmt sie ein Kartonstückchen. Das ist der eine Teil der Decke. Dann kommt so eine Absetzbreite, sieht man dem, so einen Zwischenraum. Drückeneinlage. Dann nochmal eine Absetzbreite. Und nochmal ein Kartonstückchen. Und jetzt aus diesen 4 Teilen hat sie jetzt eine Decke gemacht, wo sie noch sauber andrücken, die Ecken noch schön machen. Und dann hat sie hier eine perfekte Decke für ein Buch, das ein Kunde bestellt hat. Vielleicht sind das eben 5 Exemplare. Als nächstes seht ihr eine Prägung. Und auch hier, wenn man nur 2-3 Exemplare hat, dann tut man, wenn es einen Titel gibt, dann tut man den setzen. Da tut man auch so, die seht hier mit diesen Buchstaben, die tut man einzeln setzen zu einem Titel und dann wird es dann geprägt. Das sieht man jetzt hier gut. Da muss man wirklich eine ruhige Hand haben, um können so Sachen zu machen.
Und jetzt sieht man da Jenny, die den Titel hat gesetzt und jetzt tut sie den auf die Decke bringen. Das Gerät, das du da siehst, das ist ein Prägnant, sieht man dem, der ist erhitzt. Und mit der Folie wird der Text jetzt hier auf die Decke übertragen. Das ist eine Goldfolie. Und mit dem kann man sehr kreativ arbeiten. Das ist sehr ein kreatives Element, der Prägnant. Was sind die Kernkompetenzen von diesen beiden Berufen? Die dreijährige Ausbildung, da ist wirklich wichtig. Eben, man tut mit den Maschinen arbeiten, man tut mit Papier, man ist so ein kleiner Mechaniker, sage ich mal. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man zu einem Produkt kommen kann. Die Anforderungen, sicher gutes Vorstellungsvermögen. Mathematik ist sicher nicht schlecht, wenn man dort ein bisschen in der Mathe gut ist. Und die anderen Sachen, die seht ihr gerade selber hier, könnt ihr gut lesen. Als nächstes nehme ich auch gerade den Bindentechnologen mit Schwerpunkt Industrie. Das ist ja der, der wirklich sehr ähnlich ist wie der Druckausrüster. Und auch dort werden wir mit verschiedenen Materialien, Papier, Karton und so weiter arbeiten, Maschinen einrichten und, das ist eben das, was wichtig ist, man tut auch handwerklich arbeiten. Die Anforderungen sind die gleichen. Handwerkliches Geschick kommt sicher eben dazu. Und das ist etwas aber auch, wo man natürlich sich aneignen in den Jahren, wo man in der Ausbildung ist. Zum Schluss kommen wir zum Bindentechnologen mit Schwerpunkt Handwerk. Und da tut man eben nebst Papier, Karton, Klebstoff und Gewebe, wo wir zum Beispiel gerade gesehen haben, werden auch Glas, Holz und andere kostbare Materialien eingesetzt. Und zum Teil ist man eben sogar hier direkt mit Kundenkontakt wo man hat, wie man zum Teil in einem Atelier arbeitet. Anforderungen, seht ihr, ist klar, handwerkliches Geschick ist sicher ganz etwas Wichtiges. Und das ist ein Beruf, wo man wirklich auch noch kreativ sein kann. Also bei den industriellen Berufen muss man kreativ sein, um Lösungen zu finden an den Maschinen. Und beim Bindentechnologen mit Schwerpunkt Handwerk, hier kann man kreativ sein mit Produkt, mit dem Kontakt, mit dem Kunden versuchen, ein cooles Produkt herzustellen. Wirklich ein sehr schöner Beruf, wenn man gerne so mit handwerklichen, mit diesen Sachen tut, gerne arbeiten. Ja, das wäre der erste Teil und jetzt gibt es vielleicht Fragen, die ich könnte beantworten. Ja, also eine Frage wäre, ob es schwierig ist, eine Lehrstelle zu finden. Ja, Stand jetzt kann ich euch sagen, dass im Moment ist es nicht schwer, eine Stelle zu finden. Es fehlt der grafischen Branche wirklich an Fachkräftemangel. Und die letzten Jahre jetzt haben alle, die abgeschlossen haben, einen Job bekommen und das ist sehr erfreulich. Also im Moment kann ich sagen, ist das nicht so schwierig, einen Job zu finden nach der Ausbildung. Okay. Macht es denn überhaupt Sinn, diesen Beruf zu lernen, weil ja eigentlich immer wie mehr digitalisiert wird? Ja, das sieht man eigentlich schon eben an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also es ist ja schon, es wird ja schon lange digitalisiert und trotzdem gibt es Fachkräftemangel. Und sowieso ist im Moment, finde ich, es wichtig, wenn ihr gerne schnuppern und wenn euch der Job gefällt, dann macht den. Und was später ist, das kann man nicht sagen, weil heute macht man meistens eine Ausbildung und
was dann später ist, mit den Möglichkeiten, die wir hier in der Weiterbildung fangs mal das machen, was ihm Spass macht, und der hat er schon sehr viel gut gemacht. Gut, wie viel verdient man in der Lehre und auch nach der Lehre als Bindetechnolog? Das hast du gerade, Céline, hast du es gerade vor dir, wenn wir nicht täuschen. Genau, jetzt ist mir gerade wieder abgehauen. Ich muss es ganz kurz suchen. Ich muss auch die nächste Frage stellen, wo das einen Lehrbetrieb gibt. Also Lehrbetriebe, vielleicht für die dreijährige Ausbildung, muss ich es so sagen, für die dreijährige Ausbildung, für den Druckausrüster, da gibt es ganz viele Betriebe, die das machen können, weil das ist praktisch, jede Druckerei kann heute die dreijährige Ausbildung anbieten. Die vierjährige Ausbildung mit dem Industrieteil, da gibt es eher weniger Betriebe. Das sind vielleicht noch knapp 10 Betriebe in der Schweiz, die das ausbilden. Und der handwerklich, da gibt es nach wie vor Betriebe, die ausbilden. Ich sage jetzt mal, rund Bern und rund Zürich hat es da genug, oder gibt es da Firmen. Die jugendliche Person, die das gefragt hat, kann sonst der Céline oder mir ein Mail schicken oder kurz Daten hinterlassen, und dann können wir sonst die Adresse angeben. Würde man sehr gerne machen, würde mich sehr freuen, selbstverständlich. Super. Aber jetzt habe ich die Löhne gerade noch gefunden. Im ersten Lehrjahr wären 600 Franken, im zweiten 800, im dritten 1000 und im vierten Lehrjahr 1400. Und nach der Lehre verdient man 4200 Franken. Also das ist der Lohn, der im GAV drin steht. Je nach Region kann das natürlich variieren. Es kann dann höher sein, und es kommt natürlich auch auf den Betrieb drauf an. Dann haben wir noch eine Frage. Warum gibt es den Unterschied zwischen Druckausrüster und Bindetechnologie-Industrie? Ja, das habe ich vorher eigentlich schon fast ein bisschen beantwortet. Eben, weil es gibt sehr viele Druckereien, und die Druckereien tun dann nicht wirklich handwerklich schaffen. Oder das ist wirklich das Ziel, dass man die Produktionen, dass man die durch hat. Und der Vierjährige, der ist dann da, wenn man die Firma noch so ein bisschen wie ein handwerklicher Teil nebendran hat, dass man noch Muster machen kann, wo halt ein bisschen tiefer in der Ausbildung ist. Das ist der Unterschied. Aber es gibt weniger Firmen, wo der Vierjährige die Bindetechnologie mit Industrie anbieten. Okay. Ja, also im Moment sind keine neuen Fragen mehr reinkommen. Ich habe gesagt, bevor wir zum Printmedienpraktiker übergehen, möchte ich noch geschwind auf unseren Schnuppertag aufmerksam machen, wo wir am Donnerstag, also am 11. werden bei uns haben. Wir hätten noch Platz frei, also wenn ihr euch anmelden wollt, wäre jetzt im Chat der Link zur Anmeldung. Und genau, würde uns freuen, wenn vielleicht der eine oder andere noch vorbeikommen. Ah, jetzt hat es zwar gleich gerade mal eine Frage gegeben, können wir die noch schnell beantworten, wo das es Berufsschulen gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt, in der Deutschschweiz gibt es genau 2 Berufsschulen. Es gibt eine in Bern und es gibt eine in Zürich. Und je nachdem, dort wo die Ausbildungsfirma ist, zu welchem Kreis die gehört, gibt man dann entweder auf Bern oder Zürich in die Schule. Okay, super, merci. Ja, dann hätte ich gesagt, machen wir mit dem Printmedienpraktiker weiter. Gut. Dann tue ich euch den Beruf oder die Attestausbildung Printmedienpraktiker, also EBA bedeutet eidgenössisches Berufsattest, kurz ein bisschen näher
erläutern. Wir haben vorher von den dreijährigen und von den vierjährigen Ausbildungen geredet. Und das hier, das ist eine sehr wichtige Ausbildung, die zweijährige. Und da seht ihr die sechs Schwerpunkte, die es gibt. Man kann also im Druck kann man arbeiten, in der Weiterverarbeitung, Werbetechnik, Siebdruck, Kartonage und Verpackung. Und das ist sehr gutes Gefäß, weil es gibt immer wieder Jugendliche, die die Dreijährigen oder die Vierjährigen starten. Und dann gibt es zum Teil halt, manchmal gibt es ein bisschen Probleme und man kommt nicht weiter. Anstatt dass man zum Beispiel die Lehre auflösen, dann geht man zum Beispiel zurück in die Attestausbildung und kann sich wieder ein bisschen auffangen und sich stärken. Und man kann trotzdem einen Abschluss machen. Und das ist eine wunderbare Ausbildung, wo wir bereit sitzen, sind wir schon bald 10 Jahre, vor 9 Jahren hat der Beruf gestartet. Also wirklich, ist eine sehr gute Sache. Was sind Kernkompetenzen beim Bogen- und Rollendruck? Vielleicht habt ihr dort schon beim Webinar vom Medientechnologen schon ein bisschen gesehen, was passiert. Aber hier ist klar, man tut das gewünschte Farbbild aufs Papier bringen. Man hat mit einer grossen Maschine zu tun, man muss die Farbe gut kennen und tut eben wirklich schaffen an dieser Maschine so gut, wie es halt geht in dem Moment. Druckweiterverarbeitung, das seht ihr vorher gesehen. Da sage ich nicht mehr viel dazu. Das ist, im Prinzip kann man die gleiche arbeiten oder man macht die gleiche Arbeiten wie im EFZ. Wenn man aber natürlich nicht in dem Ausmaß oder man macht alles ein bisschen weniger. Und das ist so eigentlich sehr gut. Der Beruf Werbetechnik oder der Schwerpunkt Werbetechnik, da seht ihr zum Beispiel eben so ein Schaufenster und die Lernende aus der Werbetechnik, die sind dann verantwortlich, dass man mit einem Logo arbeitet, mit der Schrift arbeitet. Dann tut man das eben ausdrucken und an das Showfenster bringen. Man hat zum Teil Kontakt mit den Kunden. Sehr spannender Beruf und sehr beliebter Beruf, auch die Werbetechnikabteilung. Dann Siebdruck, das ist auch wieder so ein Beruf, den man nicht so kennt. Aber alle, die ein T-Shirt haben oder eine Tasche, so eine Stofftasche, da ist sehr viel mit Siebdruck gemacht. Und das kann man von Hand machen, so wie man es hier sieht, auf dem Beispiel. Selbstverständlich gibt es heute aber auch Maschinen, wo ich mit Siebdruck arbeite, ist so ein typischer Handwerksberuf wirklich noch, gegenüber zum Beispiel im herkömmlichen im Offset-Drucker. Sieht das ein bisschen anders aus. Spannender Beruf. Und zum Schluss haben wir da noch Kartonage und Verpackung. Die sieht hier den Stapel mit den Karton. Und das ist eigentlich Basis für ganz viele praktisch für alle Verpackungen, die werden dann noch bedruckt, die werden gestanzt, die werden geprägt, damit man am Schluss eine schöne Verpackung hat. Auch hier gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man zum Ziel kommt oder was man kann lernen. Es gibt grosse Maschinen, es gibt kleine Maschinen. Auch das finde ich ganz persönlich sehr spannenden Beruf, spannender Schwerpunkt. Und nochmal mit dem Ziel, dass man wirklich hier kann, in 2 Jahren sich gut entfalten und dann nach 2 Jahren parat ist für die nächsten Schritte. Das war es bereits vom Praktiker. Das ist und selbstverständlich noch die Anforderungen. Freude an der Arbeit mit Maschinen. Ich glaube, das ist bei jedem Beruf, jetzt, ausser vielleicht der Handwerksbuchbinder,
Aber alle anderen ist wirklich, tut man mit Maschinen arbeiten, technisches Verständnis ist wichtig, praktische Begabung. Die sieht überall, wo man wirklich verschiedene Sachen machen kann und den Beruf eben auch spannend gestalten. Und hier würde ich gerne zur Frage-Antwort-Runde dürfen eure Fragen stellen zu dem Ausbildung. Genau. Die erste Frage ist, ob ich nach einer EBA-Ausbildung die EFZ-Ausbildung verkürzt kann machen. Jawohl, also wenn man den Printmedienpraktiker jetzt hier macht, dann kann man per Gesetz, wenn man dann zum Beispiel zum Medientechnologen wechselt oder in die Weiterverarbeitung wechselt, dann kann man per Gesetz darf man ein Jahr weniger machen, also man kann eine verkürzte Lehre machen. Das ist bis jetzt, habe ich das noch nicht so viel gemacht, weil sie gefunden haben, ja, ich tue lieber die ganze Ausbildung machen, dann bin ich nicht im Stress, weil schlussendlich, wenn man eine verkürzte macht, dann muss man in kürzerer Zeit mehr Stoff büffeln und ja, wegen dem Jahr ja, macht das nicht so viel aus, aber per Gesetz, ja, kann man das. Okay. Und wann macht eine EBA-Ausbildung Sinn? Die EBA-Ausbildung, ich kann vielleicht sagen, was im Moment für Personen drin sind. Also sind Personen, die zum Beispiel noch nicht so lange in der Schweiz sind, die vor allem im Deutsch, in der Sprache noch ein bisschen Defizit haben, die aber gerne in der grafischen Branche arbeiten oder haben vielleicht schon vorher nicht gearbeitet und sich gerne am Schluss ein CFZ machen, oder? Und dann ist die Praktikerausbildung eigentlich eine super Basis, um später ein CFZ machen. Das ist eine von den Möglichkeiten. Die anderen sind, das ist halt einfach rein, das ist im Moment vielleicht nicht lang für eine CFZ. Und dann tut man mal super versuchen, die Attestausbildung zu machen. Und dann ist man, nach 2 Jahren ist man ein bisschen älter, ist man vielleicht auch parat, um einen Schritt weiter zu gehen. Okay. Und ist es denn möglich, während der EBA-Ausbildung ins EFZ zu wechseln? Jawohl, das kann man machen. Das ist die Durchlässigkeit, das ist eben sehr gut. Also man kann das gut machen, man kann von der 2-Jährigen in die 3-Jährige gehen. Aber das Umgekehrte kann eben auch sein, dass man dann von der 3-Jährigen in die 2-Jährige geht. Das kann man und das ist eine sehr gute Sache. Super. Ja, es hat keine weiteren Fragen mehr. Ich habe gesagt, Patrick, hast du noch etwas zum Ergänzen? Sonst würden wir uns verabschieden. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn natürlich jemand von euch Interesse hat an unserem Beruf, weil es ist ein spannender Beruf. Und wenn ihr euch am besten ist, ich lasse euch mal überzeugen, indem ihr dagegen schnuppern. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal antreffen irgendwo. Danke vielmals, dass ihr da dabei gewesen seid an unserem Webinar. Super, merci vielmals. Ich würde mich ganz herzlich bedanken und würde mich natürlich auch freuen, wenn sich jemand am Donnerstag spontan schnuppern würde. Also ihr könnt euch noch bis morgen anmelden und sonst mir einfach noch ein Mail machen. Also wir haben wirklich noch Platz frei. Ja, dann wünsche ich einen schönen Abend und alles Gute. Ade miteinander. Schönen Abend, ade miteinander.